Was mache ich denn, wenn beim Jugendamt durch Druck oder eine Täuschung von mir eine Unterschrift abgenötigt wurde und im Nachhinein merke, dass sie über den Tisch gezogen wurde? Ich erkläre es euch in diesem Video. Welcome at Active News. Mein Name ist Michael Langhans. Ich bin Volljurist und Videojournalist und dies ist mein Videoblog. Ich hatte mich beim letzten Mal ja bereits mit dem Thema eigene Protokolle anfertigen auseinandergesetzt. Was ist aber, wenn man sich zum Beispiel für eine Heimunterbringung seines Kindes breitschlagen lässt, man im Nachhinein merkt, dass man über den Tisch gezogen wurde und vor allem, dass einige der Argumente, die als Begründung wiedergegeben wurden, gar nicht meine sind? Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir müssen da unterteilen, auf der einen Seite mit der Folge, nämlich der Bewilligungsleistung von sozialrechtlichen Aspekten, nämlich Jugendhilfemaßnahmen. Diese Jugendhilfemaßnahme ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung, sodass bei Änderung der entsprechenden Gegebenheiten das zu beenden ist. Und das andere ist eben die Willenserklärung, die Freiwilligkeit. Freiwilligkeit, das ist eine Unterschrift, die aus meiner Sicht jederzeit widerrufen werden kann. Die spannende Frage ist die, kann ein Elternteil, wenn beide eingewilligt haben, widerrufen? Ich meine ja, denn dem Wesen des Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung, hier die Dauerunterbringung, immanent ist es ja, dass die Änderung sich auf einzelne Personen gesondert auswirkt. Und nur wenn beide einvernehmlich der Maßnahme zustimmen und das letztlich für jeden Tag, kann diese zulässig sein, weil die elterliche Sorge in dem Bereich jederzeit noch bei mir liegt und ich unabhängig von meiner Unterschrift jederzeit mein Kind herausverlangen kann. Dass das dann gegebenenfalls eine Inobhutnahme durch das Jugendamt herauskristallisiert, ist auch klar, aber darum geht es ja heute in diesem Video nicht. Also widerruft einfach, am besten mit einem Zeugen oder per Einschreiben Rückschein, eure Unterschrift, verbunden mit der Aufforderung, das Kind innerhalb von maximal 24 Stunden herauszugeben. Noch besser in der Situation, falls ihr Kontakt habt und so unbegleiteten Kontakt habt, einfach am nächsten Kontakt das Kind mitnehmen und dann dem Jugendamt mitteilen, dass man nicht mehr gewillt ist, das Kind herauszugeben. Begründung ist natürlich immer wichtig, ja. Und vor allem auch die Vorbereitung ist wichtig, dazu aber das nächste Video. Und dann haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Paket, nämlich eine widerrufene Unterschrift, damit eine Änderung der tatsächlichen und persönlichen Verhältnisse. Natürlich kann man diesen Widerruf der Unterschrift auch mit einer Gegendarstellung, wie im ersten Video dargestellt, verknüpfen. Halte ich für sehr sinnvoll, einfach um es plausibel und nachvollziehbar auch für ein gerichtliches Verfahren zu machen. Und dann kann man daran anknüpfen und eben auf eine Zukunft mit seinem Kind weiter ausbauen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Ich würde mich über Kommentare unten freuen oder natürlich auch über ein Teilen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Servus!